Castanos öffentliche Plätze stellen einen wichtigen Treffpunkt der Gemeinschaft dar. Kleine, gut erhaltene urbane Räume, umgeben von Grün und prächtigen Kunstwerken. Der Spielplatz ist den Familien mit Kindern gewidmet. Hier kann man die Ruhe des Orts und eine angenehme Atmosphäre genießen. Der öffentliche Park der Ortschaft liegt im Herzen der Ortsmitte von Matane und stellt den Haupttreffpunkt der Gemeinde dar. Was ins Auge fällt, ist der Brunnen des Lecesenmeisters Fernando de Filippo. Das Werk erinnert an einen Olivenbaum. Sehr suggestiv ist auch der sogenannte Giardino della Conoscenza, das heißt Garten des Wissens, von Luigi Scardino, der nach Zeichnungen des französischen Künstlers Nicole Gravier angelegt wurde. Bemerkenswert ist das Denkmal des Wassers von Ercole Pignatelli, behauen mit typischen dekorativen Kennzeichnungen des Barockstils. Der berühmte Künstler Armando Marocco hat den sogenannten Engelsbrunnen gefertigt, der alte Ölanamphoren darstellt, die Angeli, das heißt Engel, genannt wurden. Und nicht zuletzt ist da noch der Brunnen von Piazza Assunta von Martano, ein wunderschönes und prächtiges Denkmal. Die öffentlichen Räume werden oft als Kultur- und Unterhaltungsörtlichkeit gewählt und beweisen die Sensibilität für Kultur und emotionalen Bindungen der Bürger von Martano.